Und da sind wir wieder und ja, ich freue mich, dass ich wieder aufnehmen kann mit einem völlig neuen Programm. Und ja, das sieht bisher sehr vielversprechend aus, auch die Grafik sollte sich verbessern, also die Qualität des Bildes. Und ansonsten bin ich mal gespannt. Nimmt es mir nicht übel, wenn die Qualität der Videos vielleicht am Anfang noch nicht so gut sein sollte. Ich muss mich erst ein klein wenig in das Programm einarbeiten. Hi Pflanze. So, noch ein paar generelle Informationen. Oh, ein Rubin. Das, was ich jetzt mache, ist im Prinzip nicht mehr blind. Ganz einfach aus dem Grund, dass als ich das ja beim letzten Mal aufgenommen habe, ich habe zwei Parts aufgenommen und der erste Part, das ist das, was ich jetzt mache, der war asynchron. Und der zweite Part nicht. Bedeutet, ich habe einen zweiten Spielstand angefangen, wieder bis zu dem Punkt hier gespielt, ungefähr alle Sachen genauso eingesammelt, wie ich sie hatte. Kann man auch sehr schön hier sehen. Zack, genau alles, was wir vorher hatten. Die Rubine, die Schildanzeige, alles Mögliche, um es so authentisch wie möglich zu machen. Nur mein Gelaber macht es eigentlich kaputt, aber egal. Und ja, werde ich nochmal alles genauso machen, wie ich es in dem anderen Part gemacht hatte. So, wir haben ja alle Cues gefunden, also sprechen wir den an. So, es geht also allen gut. Das hört man gerne. Vielen Dank, du unermüdlicher Aufstöberer. Dann verrate ich dir als Dank, wo deine Freundin hingegangen ist. Dieses Mädchen namens Zelda hat gesagt, dass es in dem Tempel am Ende des Waldes gehen müsse. Ich habe ja noch versucht, sie davon abzuhalten, aber sie ist auf meinen Rücken geklettert und ab in den Tempel. Der Dicke. Wenn du dahin weitergehst, wirst du auf einen Tempel stoßen. Allerdings wimmelt es dort von Ungeheuern. Nun denn, du hast meine Gefährten aufgespürt, dafür gebührt dir Dank. Ein Moment. Entschuldigung. Hallo, du fettes Stück, du. Pass doch mal ein bisschen besser auf. Ich bin so überrascht, damit hätte ich nie gerechnet. Und klar, ich wusste, was das ist. So. Du hast die Schneider erhalten. Verschieße mit der Dekokerne, um deine Gegner zu betäuben. Verlierst du beim Zielen den Fokus, drück einfach nach unten, um deine Ansicht wieder zu zentrieren. Zack. So, wo wir eben stehen geblieben waren. Ach, Alter. Damit solltest du in der Lage sein, in den Tempel zu gelangen. Warum versuchst du nicht gleich mal, diese Ringelranke dort anzuvisieren? Drücke B, um die Schleuder zu spannen, und dann A, um sie zu schießen. Wenn du keine Munition mehr hast, kannst du die Kerne dieser Bäume hier aufsammeln. Sieh zu, dass du deine Freundin bald findest, mein Kleiner. Ho, ho, ho. So. Auswählen. Und abfeuern. Zack. So. Genau, wo wir eben stehen geblieben waren. Das bedeutet, dass ich ja diesen Part neu aufnehme, aber den nächsten nicht, weil der war synchron. Und ich möchte den nicht neu aufnehmen, weil der Part dann halt noch blind war. Und ja, bedeutet, dass ich im nächsten Part noch nicht weiß, was ich in diesem Part gemacht habe. Also in dem aktuellen neuen Part. Da wusste ich ja nicht mal, dass der asynchron war. Und ja, das ist das Schöne daran. So, hier ist der Tempel, wovon die gesprochen haben. Also wundert euch nicht, wenn ich im nächsten Part nicht aktuelle Informationen erzähle, weil der Part ist noch über eine Woche alt. Gebieter, ich möchte dir etwas zum Gebrauch von Items erklären. Die Schleuder, die du zuvor erhalten hast, kannst du jederzeit schnell hervorholen, indem du kurz B drückst.
Wenn du Probleme mit dem Zielen hast, zeige mit der Wii-Fernbedienung nach vorne und drücke unten, um den Fokus zu zentrieren. Ja. Und meine Erkältung ist übrigens weg. Endlich. Mein Gott. Jetzt lange hat sie gekämpft, aber schließlich ist sie doch gegangen. Alles raus, was keine Miete zahlt. Zack. Und zack. So. Ey, wir spielen erst 5 Minuten und ich... Ah, ich hab was vergessen. Genau. Beim letzten Mal habe ich nämlich noch was Schönes gefunden. Und das müssen wir natürlich wieder einsammeln. Ich habe mich schon gewundert, warum ich in 5 Minuten schon fast an dem Punkt war, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. So. Ja, komm, lass mich. Da müssen wir nämlich hin. Da habe ich mich letztes Mal sehr drüber gefreut, als ich das gefunden habe. Aua. Der hat mich fast da. Seht ihr schon rechts? Ein Herzteil. Und balancieren habe ich auch gelernt. Wenn man es erstmal raus hat, ist es eigentlich rotz einfach. Und ja, zack. Du hast ein Herzteil erhalten. Sammel 4 und deine Lebensenergie, um ein Herz zu erhöhen. Dir fehlen nur noch 3 weitere. Herzteile gibt es ja fast in jedem Zelda. Oder sogar in jedem. Ne, ich meine in jedem. Gibt es Herzteile oder zumindest Herzcontainer. So, und dann machen wir direkt weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Nämlich hier am Eingang vom Tempel. Wir müssen übrigens aufpassen. Wir dürfen in diesem Part nur noch einen einzigen Rubin sammeln. Warum? Weil ich im nächsten Part 93 Rubine haben werde. Ich kann in die Zukunft gucken. Oh. Magic. Nein, ist natürlich alles nur Spaß. Im Prinzip verändere ich hier nur die Vergangenheit. Ja. Kann man sehen, wie man will. So. Auf jeden Fall dringen wir mal weiter in den Wald ein. Zack. Und wir sind jetzt tief im Wald. Und dieses Gesume geht mir so auf den Senkel. Wald von Fyrone. Die Pflanzen hier sind die gleichen wie im Wald von Fyrone. Wir befinden uns jetzt tief im Wald. Lass uns nun die Suche nach Zelda fortsetzen. Und mir wurde übrigens der Tipp gegeben, ich könne doch Face Gelaba abschalten. Ey, spack hier nicht rum, die Wiefern zentrieren. Mit, wenn ich hier auf dieser Hilfsanzeige auf ohne gehe und ich laufe die ganze Zeit schon mit ohne rum und Faye fuckt mich genauso ab wie sonst auch immer. Ah, oh, Faye, Mann. So. Hier müssen wir jetzt erstmal wieder Goblins töten. Wow. Komm, stirb. So. Na? Hörst du wohl? Ach komm. So. Zack. Fangstoß. Komm. Stirb. 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 Oh, wo bin ich darauf gekommen? So. Der ist auch tot. Perfekt. Und da sind Wespen. Und ich hasse Wespen. Aber ich muss was machen. Weil, ich habe das auch so ungefähr gemacht in der Folge, die asynchron wurde. Ich habe das Ding abgeschossen. Und dann ist da was rausgekommen. Ey, genau das da. Du hast Bienenlarven erhalten, gelten als sehr nahrhaft, können aber auch für Handwerksarbeiten genutzt werden. Und guckt euch mal die Wespen an. Ich hasse Wespen. Habe ich auch mal in meinem Metroid Prime LP erwähnt. Ein Zitat von mir, von früher aus Metroid. Ich hasse Wespen. Also nicht vom Aussehen, aber von dem, was sie machen. Also ich mag Wespen, wenn sie hinter Glas
oder im Fernsehen. Oder wenn sie tot sind. Ja, weil vom Aussehen sind sie eigentlich recht cool. Du hast 5 Deko-Kerne erhalten. Diese kleinen Kerne kannst du mit der Schleuder verschießen. Achte dabei immer auf deinen Munitionsvorrat. Und dass ich die eingesammelt habe, war falsch. Im nächsten Part sammle ich die nämlich auch das erste Mal ein. Egal. Ganz toll. Geht weg, ich hasse Wespen. Ja cool, die gehen ja echt weg. Wenn das so im wirklichen Leben doch auch nur wäre. So. Link, da wollen wir nicht runterfallen. Ich sag nicht runterfallen. Komm. Weiter und immer weiter. Komm. Tada! Und ja, ich freue mich richtig, jetzt wieder aufnehmen zu können. Nach einer Woche, ich war schon todtraurig, erstens nicht das neue Zelda spielen zu können. Und zweitens, ja, hat mir das Gelaber gefehlt. Mein stinklangweiliges Gelaber. Und als ich Zelda hier auch offscreen nochmal zum gleichen Punkt gespielt habe, fand ich es eigentlich stinklangweilig. Irgendwie dabei nicht zu sprechen. Und ich dachte mir nur, okay. Mann, bist du still. Ja, genau das. Und jetzt kann ich wieder einfach dahin labern, während ich spiele, und ich fühle mich dann nicht so einsam. Es ist schön, mit euch zu spielen. So, ein Herz. Du dumme Sau. Und abfeuern. Ha! Ach, der wird nur betäubt. So ein Rotz aber auch. So. Na, Link. Und wir sind schon... Oh, der kommt auch. Der kommt uns entgegen. Ein Duell. Moment mal, warte. Schadenfreude ist die schönste Freude. So sagt man doch. Der hat den Abflug gemacht, den wir hoffentlich nicht machen. So. Ding, bim, bim, bim. Und da sind wieder überall ganz... Nein! Bududum, Feuerwerk. Ich habe einen Rubin zu viel eingesammelt. Den Käfer, den ich gerade sehe, könnte ich einsammeln, aber es bringt uns nichts, weil das ja, wie gesagt, ein anderer Spielstand ist. So. Also... Hey, stirb. Und stirb nochmal. Also wundert euch nicht, wenn wir im nächsten Spielstand einen Rubin wieder weniger haben. Den hat Link dann spaßeshalber einfach mal die Brücke runtergeschmissen. Und bei diesem Punkt hier sage ich einfach, zack, ich hab's gelernt. Verabschieden wir uns einfach mal. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, von dem ich all das noch nichts weiß, was ich gelabert habe, weil es noch nicht passiert ist. So, Link, komm. Einmal noch zum Abschluss. Ciao!